Oh ja, Rainer Erler. Oh. Ah. Gerade noch von gesprochen, ne? So, soll ich für schreiben? Ja, für Frank. 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 Toll. Für Frank. Wie sind Sie denn damals an den Rainer Erler gekommen? Sie haben ja in zwei Filmen mitgespielt. Hier einmal Operation Ganymede und Letzte Ferien. Wo bin ich auf den Er hat mich irgendwo in einer der ersten kleinen Fernsehrollen gesehen. Ja, so Tatort oder für eine kleine Rolle eingesetzt. Aha. Und dann hat er immer mehr für mich geschrieben. Und insgesamt sind das 7 Filme. Und den letzten, den ich mit ihm hatte, hat er mir die Ehre angetan. Da hatte er ein Foto von mir auf dem Schreibtisch. Und dann die Rolle von Ganymede hat er mir sozusagen auf den Leib geschrieben mit Foto auf dem Schreibtisch. Und als er fertig war, Besseres kannst du dir als Schauspieler vorstellen. Ja, als er fertig war, hat er gesagt, wer spielen die anderen? Uwe Friedrichsen. Klaus Hülwitz, mein Freund, Horst Frank, Gärtner, Rochnow, alles Freunde von mir vorgeschlagen. Der einzige, Löwitz hatte ab und zu einen Rappel und Löwitz sagte zu ihm, leck mich am Arsch, das spielt hier nicht. Und dann kam dafür mindestens genauso gut in der Rolle Uwe Friedrichsen. Ja, Hammer. Ja, Friedrichsen war auch ein Freund von mir, sodass wir 5 Freunde waren. Nur diese 5 Freunde sind natürlich eine Faust, wie der Kommunismus sagt. Ja. Und wir haben schon beim Anflug haben wir die Minibar, die Bar des Flugzeugs leer getrunken. Und Horst Frank hatte noch eine Flasche Wodka dabei und eine Salami. Wir sind auf allen Vieren aus dem Flieger gekommen. Und Erler war ein Provokateur. Er sagt immer, Vorsicht mit dem Alkohol auf dieser Insel, der geht in die Beine. Oder er sagt, raucht bloß in geschlossenen Fahrzeugen und so weiter und so fort. Dieser Gesundheitsprediger hat immer das Thema. Ich dachte, weil es irgendwie Ärger geben könnte oder irgendwie sowas. Und da gab es Ärger ab und zu. Ach so. Ja, ja. Und dennoch haben wir alle sehr gut gearbeitet. Wir haben manchmal bis morgens um 5 in der Bar gemacht, in dem Alter geht das. Und dann über Punkt 7 waren wir auf der Matte und haben gearbeitet. Aber wie geht das? Das ist doch ein Phänomen, dass man den Text dann auch noch drin hat. Das ist die Jugend, die gute Vorbereitung und einfach die Bedenkenlosigkeit, so wie junge Typen hochgepumpt mit körpereigenen Drogen und Hormonen sich in den Krieg schicken lassen, weil sie glauben, sie sterben auf keinen Fall. Ja, klar. Das ist das gleiche Prinzip. Und das gelingt dir dann auch in der Phase. Okay. Wenn ich das heute machen würde, no way. Ja, klar. Ja. Haben Sie sich sowas nochmal angeguckt, hier so Operation Ganymede oder so? Würden Sie sich sowas noch angucken oder sagen Sie, ja, boah, das ist 70er Typ, weg? Ich nur nach vorne geht. Hä? Obwohl ich gerne an die Sachen zurückdenke. Glaube ich, ja. Aber ich gucke es mir nicht an. Ja. Da komme ich mir so vor wie so ein Opa, der den Enkelkindern zeigt, wie toll er mal war. Das langweilt mich zu Tode. Ich habe den ganzen Schrank voll zu Hause. Ich habe Centipede 1 nur zweimal... Zweimal gesehen. Ja. Einmal auf dem Festival und einmal zu trainieren in London. Und jetzt den dritten Teil habe ich einmal in Hollywood gesehen zur Premiere und einmal in England auch. Und den werde ich wahrscheinlich nie mehr sehen. Ja, klar. Aber hat Ihnen gefallen? Aber hat mir Spaß gemacht und hat mir auch das Produkt gefallen. Mhm. Nämlich wenn ich bei der Premiere sage, was, wie bitte? Das soll ich sein, der da oben rumhüpft, das kann ich gar nicht glauben. Dann bin ich stolz auf mich, dann bin ich zufrieden. Glaube ich. Und ist das auch so, dass man sich dann, wenn man mal sowas macht, nicht Arthouse, also dass man sich da dann so anders austoben kann? Oder? Man kann natürlich mehr draufpacken, man kann mehr an die Grenzen gehen, ja. auch an die Grenzen des Geschmacks. Und das bringt natürlich auch Spaß, mal richtig die Sau rauszulassen. Ja. Und nicht vorsichtig zu sein und so. Oh. Aber es muss schon inhaltlich muss es was sein. Also reines Blutspritzen oder Augen fliegen durchs Bild, das finde ich so langweilig wie Pornofilme. Außer dem kurzen ersten Ständer stinke langweilig. Und weil immer ein Kick aneinander gereiht wird und deshalb auch noch auf dem Horror mag. Die Drehbücher sind, ich habe
ungefähr 12 Drehbücher abgelehnt, weil es alles nur Kick, 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 Spritzer, Spritzer, Blut, Blut, Blut ist. Mhm. Das finde ich sowas von öde. Hingegen, jetzt habe ich einen britischen Film, der zu Hause den Horror im trauten Heim beschreibt. Hervorragendes Drehbuch. Und auf Sky Sharks, wo ich zugesagt habe, ist ein sehr gutes Drehbuch. Wo die Kohle noch nicht stimmt, oder was? Wie? Wo das Geld noch nicht stimmt, oder was? Wo das Geld noch nicht stimmt. Ja, das muss stimmen. Eine Frage habe ich noch zum Blauen Palais, wenn ich darf. Ja, klar. Und zwar, da würde mich interessieren, wie war das da? War das dann auch so wie so eine Gemeinschaft? Weil in den Filmen kommt das ja so rüber, das ist so eine Gemeinschaft, jeder hat immer so seinen Einzelauftritt. Ja, ja. Wie war das? Ja, also das war so, das Herz und der Motor der Sache war wirklich der Rainer Erler, mhm. Also dem ich viel zu verdanken habe und den ich auch sehr geschätzt habe. Obwohl wir uns am Schluss, haben wir uns total verkracht. Bei dem ja, ich glaube, Sie sind auch sehr temperamentvoll, oder? Ich glaube, da knirscht es mal her, oder? Ja, da ging es, das kommt daher. Solange er für die Bavaria ZDF gearbeitet hat, Bavaria, da war er angestellt als Regisseur. Da fiel zur Mittagspause auf die Sekunde der Hammer. Später dann, die späteren Filme, war er Produzent und Hersteller. Und hat es dann ganz verkauft, sozusagen. Ja. Und da gab es dann mitten in der Wüste Ganymed, gab es dann nur drei stinkende Flaggen. So, als Mittagspause. Was war der Effekt? Wir zum Requisiteur, einer von den Jungs, sagt, gib mir ihm deinen VW-Busschlüssel. Das darf ich nicht. Komm, sei keine Flaschenschlüssel. So, zack. Alle Schauspieler, fünf Mann in den Bus, zack, in den nächsten Ort gefahren. 20, 30 Kilometer und dort schön und Brot zum Mittag gegessen mit Weinflaschen auf dem Tisch. Und er stand allein in der Wüste neben seiner Kamera. So ging das dauernd. Und das hat an der Freundschaft gezehrt. Ja. Aber das kam, weil er dann selber produzierte, da war dann geizig, wollte Kohle machen und so weiter. Aber als Regisseur halt? Als Regisseur ganz toll. Und die Gemeinschaft, was du sagst, da wir ja alles Freunde, also bei Ganymed, wie alles Freunde natürlich, ja. Gab es aber auch Krach, den ich dann immer meistens geregelt habe. Zum Beispiel einen des Tages flippte Krochen aus und sagte, ich will jetzt auch so eine Großaufnahme haben wie Horst Frank. Da habe ich gesagt, halte Schnauze. Habe ich gesagt, jeder in diesem Film hat seine Nummer. Heute ist nicht dein Tag. Heute ist der Tag von Horst Frank und wir ackern alle, dass der das ganz toll wird. So. Und dann hat er, muss leider weiterarbeiten. Ja, oh ja. Will auch weiterarbeiten. Ja, alles klar. Und beim Blauen Palais, was hat so alles wildfremde Schauspieler zusammen? Da war er die Adresse und der Dreh- und Angelpunkt. Und da bildeten sich so Freundschaften so kreuz und quer. Mal mit dem Italiener eine Zeit lang sehr gut und so weiter. Aber das war mehr so in kleinen Gruppen, aber gab nie Kraft. Also ich fand die toll. Fanden Sie die auch toll? Ja, ich fand's auch toll. Also Ihnen hat das auch Spaß gemacht daran? Ja, hat mir das riesen Spaß gemacht. Besonders eben der Gigant gefällt mir, weil der eine besonders große Rolle hat. Ja, ja, genau. Das ist ja quasi Ihr Film, ne? Ja, das war mal wunderschön. Super. Ja, vielen Dank für das Gespräch und vor allem für die Show gerade. Das war top. Okay. Ja. Dankeschön. Danke. Tschüss.